Moin und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles. Und wir machen uns weiter durch Shredders Untergrundanlage hier. Und fangen auch diese Folge hier direkt mal wieder mit dem Hacken an. Ich glaube, das ist so, ja, ein sehr wesentliches Gameplay-Element hier in dem Spiel. Aber ich muss sagen, es macht Spaß, es ist nice gemacht, es ist ein kleines Denkspiel einfach. Teilweise ein bisschen schwieriger, teilweise ein bisschen einfacher, je nachdem. So, wir müssen hier diese Teile zerstören. Warum genau, kann ich euch jetzt gerade eigentlich auch nicht sagen. Ich glaube, dadurch werden die Fahrstühle aktiviert, mit denen wir weiterfahren, was ein bisschen komisch ist, wenn wir irgendwas kaputt machen, aber naja. Und wir haben ja mittlerweile schon unsere Freundin April hier längst gerettet aus den Fängen von Shredder, dem Bösewicht der Ninja Turtles und, das heißt den Bösewicht der Ninja Turtles, sondern deren Erzfeind halt. Und, ja, jetzt wollen wir natürlich herausfinden, was er insgesamt hier geplant hat, da er hier anscheinend irgendwie Armeen von Alien-Technologie oder Alien-Soldaten, Alien-Roboter-Soldaten, also er baut Alien-Roboter-Soldaten-Armeen hier, lässt er durch ein Portal hier irgendwie herbringen, von dem Heimatplanet vermutlich, was weiß ich, und, das ist natürlich gar nicht gut für uns. So, und wir haben ja auch gleich einen nächsten Aufzug, mit dem wir wieder weiter können, nachdem wir die Teile hier zerstört haben. Und ich muss sagen, also das Level-Design hier in dem Spiel ist echt geil, das Gameplay ist geil, die Musik ist geil, es ist alles geil. Und also es ist das Arcade-Spiel, nur nochmal so, nicht zu verwechseln. Es ist nicht das Vollspiel hier von den Ninja Turtles, das war im Vergleich dazu ziemlich, naja. Weil ich auch gestehen muss, also man braucht eine gewisse Einspielzeit, jetzt halt ein Brawler und die brauchen schon so ein bisschen Skill in Anführungsstrichen. So, wir nehmen uns mal die Elektroschuriken hier mit und müssen die Konsole hacken. Ich hoffe, wir können jetzt, nein, wir hacken hier gerade einfach in der Luft. Wir können die Konsole jetzt wahrscheinlich nicht hacken, da wir im Moment hier gerade vollkommen vom Gegner umzogen sind. Oder sollten das zumindest nicht tun. Sondern vielleicht die lieber einfach mal wegkicken. So, und dann hacken wir einfach mal die Konsole, während unsere Kollegen hier hoffentlich mal die Gegner töten. Bis jetzt haben sich unsere Kollegen einmal als sehr schlecht erwiesen hier im Spiel. Sind ja dauernd gestorben, wenn wir uns nicht um die Gegner gekümmert haben. Nicht alles selbst gemacht in mir. Aber es ist halt auch das Geile, man kann es halt auch mit vier Leuten zusammen online spielen. Und auch sogar mit vier Leuten zusammen lokal auf seiner Xbox. Also es hat auch einen lokalen Multiplayer bis zu vier Leuten im Splitscreen. Was halt auch einfach mega nice ist einfach. So, das Ganze natürlich auch wesentlich vereinfacht. Und ich glaube, wir können eigentlich auch ganz genau, ich sehe es ja da schon, nachdem wir den hier jetzt endlich mal kaputt gemacht haben vielleicht. So, das reicht. Können wir die nächsten Teile kaputt machen? Upp. Eins, das sind immer vier pro Etage. Ah, das lief doch schon mal ein bisschen flüssiger hier. Oh, fuck, wo willst du denn hin? Alter, was geht mit dir ab? Spann dich ein bisschen. So, wir müssen erstmal die Teile hier kaputt machen. Danach können wir abhauen. Und da haben wir noch das vierte. Wunderbar. Und dann können wir nämlich hier rüber hüpfen. Wie ich es gerade eben schon wollte. Und die Tür hier ist gerade zu. Und die da vorne ist aus. Ja, hier können wir gleich weiter, aber ich nehme erstmal noch die Pizza mit. Bisschen Medipacks sind immer gut. Bisschen Pizza war auch gut, ich kann jetzt auch eine vertragen. Ah, und hier haben wir wieder einen richtigen Fahrstuhl. Hier müssen wir allerdings, achso, den Auszug auch manuell starten. Da wurde uns gerade noch eine Granate hinterher geschmissen. Schwein gehabt. Und wenn ich mich nicht irre, sind wir damit jetzt auch an der letzten Etage angekommen. Ja, ganz genau. Hier vorne sehen wir das Portal, durch das die Armeen hier durchkommen. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie Wege finden, wie wir das Portal stoppen können. Und da haben wir natürlich jetzt schon Erfahrung gemacht, dass wir diese Teile kaputt machen sollen. Dann machen wir das auch mal schnell. Da vorne steht auch noch eins. Das Portal sieht auch ziemlich episch aus, von hier, wie die Gegner spawnen. Also wie gesagt, für ein Arcade-Spiel ist das Spiel echt auspoliert. Sieht echt geil aus, macht auch mega ein bisschen Spaß. Kann ich nur oft genug, also nicht oft genug betonen. So. Und jetzt hier nochmal Energy Drink, der ist auch ganz praktisch, warum nicht? Da hast du recht, Mikey. Pizza ist auch wirklich gesagt. Bacon, onions, shrimp, pineapple, brasil.
Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, haben wir jetzt... Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt schon das Portal deaktiviert, dadurch, dass wir diese beiden Teile zerstört haben. Und jetzt müssen wir halt nur noch die Gegner töten, die hier vorne kommen. Au. So. Ich finde den Ausschalten-Move sehr nice von ihm. So, ah fuck, da waren wir noch zu weit weg. Schade, dadurch haben wir jetzt unseren Spezialwurf hier vergeudet, aber wir können nochmal und ihm gleich wieder eine reinhauen. Und dann machen wir unseren Ausschalten-Move zusammen. Nice. So, du kannst nochmal aufstehen hier. Steh auf. Bist der letzte. Ah ne, du bist gar nicht der letzte Gegner. Da vorne kommen noch Gegner raus. Glaube ich ja gar nicht. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Okay, wenn hier noch mehr Gegner kommen, dann kümmern wir uns erstmal um die hier. Zack. Und damit haben wir den auch direkt ausgeschaltet. Steht doch mal auf hier. Also ich kenne kein Spiel, in dem die Gegner so lange, so oft hier einfach nur faul auf dem Boden rumliegen, ey. Gibt's ja noch. So, und ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe gerade geguckt wegen unserer Medi hier. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Und ich guck mal gerade, was hier hinten in der Tür ist, da die Tür jetzt offen ist. Oh, einer unserer Teamkameraden ist gerade ausgefallen hier. Was ist denn hier? Hallo? Oder auch nicht, hallo? Versteck dich schön. War doch irgendwie so ein kleines Alien-Gehirn. So, kann ich das töten? Ich weiß nicht. Ah, hier ist noch ein bisschen Munition. Den schalten wir auch erstmal aus. Und oh, fuck, da ist ein Alien hinter uns. Dem geben wir einfach gleich einen Spezialwurf hier rein. Und den allen auch. Ja, wenn ehrlich gesagt, die Munition brauchen wir gar nicht mal so sehr. Aber wo kommen jetzt die ganzen Gegner her? Da hinten vielleicht? Wir haben doch jetzt das Portal ausgeschaltet. Da können doch gar nicht mehr so viele nachkommen. Naja, okay, vielleicht noch durch die Türen hier. So, mal sehen, wo ist denn unser Kollege? Ach, da vorne liegt er. Ach, Mikey mal wieder. So. Ein Gegner ist hier noch. Ach, da oben kommen wir zum Kraftwerk schon. Na, hier sind noch zwei. Ich will aufmachen. Danke. Moving on. So, oh, und der ist doch nicht mal richtig kaputt. Und wir können ihn wieder mal nicht aufheben. Den klopfe ich einfach nicht mehr ein. Sehr schön. So, und mittlerweile haben wir jetzt hier, glaube ich, sogar alles geschafft. Wir nehmen ja einfach mal erstmal ein bisschen Money mit. Okay, mehr können wir gar nicht mit dem hier mitnehmen. Mit Donatello auch nicht, haben wir eben gerade schon. Und schnappen wir uns einfach mal ein bisschen Money. Ich glaube, viel mehr lag hier nicht rum. Können wir weitergehen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt lang müssen. Müssen wir da hinten irgendwo lang? Vorne ist auf jeden Fall noch eine Pizza, die wir uns noch mitnehmen könnten. Einfach damit wir auch wieder volle Medipack-Möglichkeiten haben. Ich weiß echt nicht, wo wir lang müssen. Weil ich meine, die Tür ist zu, die Türen da hinten sind auch zu. Die Tür ist zwar offen, aber da ging es nirgendwo weiter. Und der Aufzug, da kommen wir her. Ja, gut, das überfordert mich jetzt gerade ein klein wenig. Ich meine, ich kann ja einfach mal hier hinten lang laufen, hier auf dem Aufzug, wenn ich da drauf gehe, da passiert wahrscheinlich jetzt nichts, oder? Nö, hätte ja sein können, dass der uns irgendwo hinfährt. So, die Türen hier können wir auch nicht aufmachen. Nö, die Türen können wir auch nicht aufmachen, tatsächlich nicht. Die da links dann dementsprechend auch nicht, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter außer unser Aufzug. Oder ist das hier? Laufen wir fahren zu am Anfang zurück. Haben wir irgendwo eine Konsole oder so vergessen? Hier nicht. Ja, ne, mit dem Aufzug können wir auch nicht fahren. Okay. Alter Leute, also manchmal komme ich mir echt ein bisschen bescheuert vor. Ich meine, das hatten wir auch schon bei Karai, dass ich da irgendwie dann vorne nicht gepeilt habe, was ich tun muss. Oder haben wir noch irgendwo einen Gegner rumlaufen, den wir noch nicht getötet haben? Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Ah, nein, hier ist eine Konsole. Und die haben wir automatisch gehackt. Wunderbar. Dadurch haben wir jetzt irgendeine Tür geöffnet. Ich vermute mal, ah, da hinten haben wir die Tür geöffnet.
Und da ist auch ein weiterer Aufzug. Sehr schön. So, wir haben ja jetzt schon mal zumindest Shredders Plan durchkreuzt, so halbwegs, dadurch, dass wir seine Portalanlage jetzt hier zerstört haben und er jetzt keine neuen Armeen mehr hierher teleportieren kann. Aber jetzt machen wir uns natürlich noch auf zur Suche nach Shredder selbst. Und, achso, das wird hier automatisch gemacht. Wir brauchen aber noch einen Speicherpunkt. Ja, denke ich mir auch. Pizza oder Spaghetti ist beides gut. Achso, jetzt geht die Tür auch auf. Dauert ein bisschen hier. So. Und, wir gucken. Wir hacken hier gleich mal die erste Tür. So, was ist denn? Zack. Und zack. Das war ja einfach. Das war ja super einfach. Ich hoffe einfach, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Munition haben. Ganz genau, die haben wir ja auch. Wunderbar. Ganz genau. Und dann können wir auch gleich wieder weiter. Ich will einfach noch ein bisschen Gesundheitsmunition und sonst wie sammeln hier. Das ist, sag ich mal, immer nicht verkehrt. Wow, und da hinten kommen ganz viele Gegner an, da will ich jetzt nicht unbedingt. Ah, aber da hinten müssen sie ihn ja toll, danke. Und das sieht so aus, als ob er hier die Tür irgendwie bewacht. Jetzt guck mal her, lass dich kurz ausschalten. Oh, der liegt immer noch bewusstlos. Ach, dann macht ihr das kurz, ich guck mich hier nochmal um, aber hier können wir auch nicht lang. Das ist ziemlich langweilig. So, und Alter, wie oft müssen wir dir denn noch prügeln? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, meine Güte, jetzt lass den doch endlich mal sterben hier. Ich meine, ich weiß, das ist ein Roboter, da fühlt keinen Schmerz, aber trotzdem. Du musst aber Schluss mit lustig. Oh, meine Güte. Also so langsam wollen die mich ja echt provozieren, habe ich das Gefühl. Ich prügel gleich gar nicht mehr weiter hier. Ich lasse gleich nur noch durch, was weitergeht. So. Haben wir jetzt dadurch hier wenigstens eine Tür aufgemacht? Nein. Da kamen neue Gegner. Okay, gut. Dann ehrlich gesagt, scheiß drauf, Leute. Will ich hier erstmal weiterlaufen? Denn wie wir sehen, sind die Ninja hier auch unterwegs und zerschlagen die Roboter. Wie geil ist das denn? Das sind ja eigentlich beides Feinde von uns. Und wir haben hier noch einen Raum mit Nachschub. Sehr schön. Mal sehen, mit Raff, Leonardo sind wir auch gerade hier. So, und dann sammeln wir noch mal die restliche Munition ein hier. Vor allem Gesundheitspakete kann man immer gut gebrauchen. Und, können wir erstmal ein bisschen um die Gegner kommen, denn ich meine, so langsam sind es wirklich ein bisschen viele. Aua. So viel zum Thema viele. Aber jetzt lass mich doch in Ruhe hier meine Dings-Kombo machen, ey. Gibt's doch nicht. So, da haben wir ihn ausgeschaltet, sehr schön. Und hier kriegst du gleich eine Xiaomu frei. Und da geht's weiter. So, mal sehen. Achso, von hier kamen wir ja gerade her, glaube ich, genau. Meine Güte, jetzt kann ich mich schon mal orientieren. Aber es ist auch ehrlich gesagt alles ziemlich gleich designt hier. Es sieht echt wie ein riesiges Labyrinth aus. Also ich möchte nicht arbeiten und hier irgendwie mich umher irren müssen. Achso, der liegt nur auf dem Boden voll rum wieder mal. Nehmen wir mal auf. Kann ich nicht. Aua, der Ninja schlägt hier uns tatsächlich. Schalten wir den einfach mal aus. Sein Kollegen hier auch. Zack. Ja, fuck, der ging natürlich daneben jetzt. So, wir haben jetzt noch den Ninja hier. Ich glaube, wir leben auch noch alle einigermaßen. Und den haben wir auch ausgerottet. So. Geht's ja endlich mal weiter. Ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Lass meine Teamkameraden jetzt hier einfach mal laufen. Aber ehrlich gesagt, das sieht ja auch nicht so aus, als ob wir noch großartig Gegner hätten. Also da vorne ist noch eine Tür. Ich könnte eigentlich mal schnell reingehen in die Tür. Oh, fuck.
Und wir haben auch ein Team und ein Mitglied, das down ist und wir müssen das hacken und... Nee, danke, dann holen wir dich mal kurz wieder. Danke. Und dann schalten wir die einfach mal kurz aus. So, der hat nicht allzu lange dauern. So. Bei Schummeln hier mal wieder auf den Boden fallen hier und einfach... Naja, bewusstlos auf den Boden. So. Ah, verdammt, wir haben beide gleichzeitig... Oh, das sind zwei Gegner auf einmal. Also, wir haben beide gleichzeitig bewusstlos geschlagen. Dadurch wieder mal den Ausschalten verkackt. Ah, Mann, das ärgert einen. Moving on. So, nee, wir können auch nicht weiter. Ja, ihr braucht euch nicht gegenseitig bekämpfen. Ich kann euch schon zur Hilfe sein. Legt nicht so faul auf dem Boden rum, sondern lasst mich euch auch wirklich ausschalten. Oh, zack. Sehr schön. Und dann haben wir nur noch den Typen hier. Das machen wir auch nochmal schnell kaputt. Zack. Und dann machen wir endlich mal ein klein bisschen Ruhe hier, hoffentlich. Können einfach mal hier in Ruhe das Teil hacken. Mal sehen, wo fahren wir denn noch nach? Hier oben. Gar nicht gesehen. So. Einmal orange und einmal grün hinterher. Ey, die Dinger sind ja aber mittlerweile echt lächerlich einfach, ja. So, und oh, hier haben wir natürlich auch noch ein riesiges Munitionslager. Ja, okay, wir können noch ein bisschen Medipacks aufsammeln. Super, aber ansonsten haben wir scheinbar schon mit dem auffolle Granaten und sonst was anzahlen. Ich will hier irgendwie nicht Mikey anvertrauen, aber eine EMP-Granate können wir noch aufsammeln. Ja gut, dann vertrauen wir den Rest hier Mikey an. Oh, EMP-Granaten! These will be loud. So. I don't need this now. Wir können ja echt alle nicht aufheben. No, I don't need this now. I've got all that I need. Okay, right dann now. Meinetwegen. Der ist ja auch schon fast tot hier. Ja, ich spiele lieber erstmal mit Donatello weiter. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Ach du Kacke, und hier sind schon wieder neue Gegner. Oh, ich muss aber auch sagen, also an manchen Stellen hier kommen einfach so viele Gegner, man muss sich da Ewigkeiten umgehen sein. Aber na gut, das ist mein, also, ist halt Videospiel, ne? Worüber beschwere ich mich da? So, dass sie halt hier halt so lange natürlich. Aber es macht doch Spaß. So, den habe ich schon ausgeschaltet, den auch. Ich sagte, hier sollte nicht auf dem Boden drin liegen. Verdammt nochmal. Das kriegst du jetzt als Strafe dafür. Och, du liegst ja schon wieder als Boden auf dem Boden. Ich dachs hier. Ach, ich bin nochmal geschlagen hier. Okay. Ja, also manchmal, die Kamera ist hier nicht immer ganz so super automatisch. Und, mal sehen, den haben sie auch zusammengeschlagen. Dann haben wir eigentlich alles getötet. Die Tür da vorne ist offen. Da kommen wir her. Dann können wir uns ja eigentlich mal weitermachen. So. Oder hier erstmal gegen die Wand hüpfen. Ich wollte gerade sagen, ob der den überhaupt nicht mal aufhört. Oh, oh, wo kommen wir hier drüber? Turtles, you interfere in my business for the last time. Today, you meet your end. Das war es leider auch schon für heute mit unserem Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Schatten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann like das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann guckt euch doch noch eins meiner anderen Videos an. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.